Wo sind wir? In den Schrotthöhlen unter Kuwak. Hier hatte sich der Elefant versteckt. Elefant? Haben wir darüber schon gesprochen? Ich erzähl's dir später. Erst müssen wir einmal herausfinden, wer da am Chronokar rumkurbelt. Und es verhindern, richtig? Richtig. Aber Vorsicht! Wir wissen nicht, zu welchem Zeitpunkt wir hier gelandet sind oder, anders ausgedrückt, wie spät es gerade ist. Ich sowieso nicht. Willkommen zurück auf Deponia und es tut mir wieder leid, dass es wieder eine längere Pause gab. Jedenfalls habe ich so eine Ahnung, um wen es sich bei unserem rosa Elefanten gehandelt hat. Komm! Wir haben keine Zeit zu verlieren. Dann quatsch keine Opern. Was ist eine Oper? Erkläre ich dir später. Jetzt ist es wirklich wie früher. Ich habe sie beinahe geheiratet. Sie hat das Kleid schon an. Los geht's. Ach nee, wir sind doch nicht der Elefant. Okay, jetzt wissen wir den Zeitpunkt. Wissen wir das? Ja, die sind gerade abgereist und das ist ja alles schon kaputt. Also muss es sein, nachdem wir gerade, also ich und McChronicle abgereist sind. Mein Inventar ist vollkommen leer. Ach ja, da war ja was. Und jetzt volle Kraft voraus! Ah! Vielleicht haben die uns noch nicht gesehen. Sie sind abgelenkt. Sehr gut. Jetzt ist es wirklich wie früher. Na dann, nach unten. Ach, da ist unser Elefant. Puffnex, war das demütigend. Und jetzt hat er auch noch unser Umux geklaut. Wir sitzen hier fest. Kein Problem. Ich habe einen Plan. Siehst du das Ding da? Ich glaube, es ist eine Art Knickspox. Und so einen Fufnu benutzen die hier? Wenn ich es aktiviere, werden sie nicht weit kommen. Früher oder später werden sie gezwungen sein, hierher zurückzukommen. Bist du sicher? Wer weiß, wie oft wir das schon gemacht haben. Nicht oft genug. Sonst hätten sie ja unsere Umux längst zurückgebracht. Klingt logisch. Aber wie bedient man das Gerät? Ich glaube, man muss nur an der Kurbel da drehen. Nein, halt, stopp! Nein, stopp! Ganz falsch! Rufus nicht! Das ist er! Das ist er! Hast du uns unser Umux zurückgebracht? Das Timepod? Nicht direkt. Dann muss ich wohl doch noch einmal kurbeln. Aha, also wart ihr das die ganze Zeit? Ihr müsst damit aufhören. Ihr wisst ja gar nicht, was ihr für ein Chaos anrichtet. Wer seid ihr überhaupt? Wir kommen aus einer zukünftigen Welt. Wir nennen sie Utox. In eurer Sprache Utopia. Utopia? Wie das Utopia, das die Illusianer erreichen wollen, indem sie Deponia sprengen? Dieser Plan war zum Scheitern verurteilt. Weil wir ihn vereiteln werden. Ja, das werdet ihr. Euer Volk wird es trotzdem eines Tages zu uns schaffen. So ist es vorherbestimmt. Zumindest war es das. Wir wollten nur ein wenig Geschichtsluft rüsseln. Nur beobachten, nicht eingreifen. Doch als wir zurück in unsere Zeit kamen, gab es kein Utox mehr. Das Raumschiff, das ihr Elysium nennt, war gestartet. Und wie ein Komet auf unserem Planeten eingeschlagen. Darum kehrten wir zurück, um nach der Ursache zu forschen. Wir wollten die alte Zeitlinie wiederherstellen. Doch dann hast du unser Umux gestohlen. Durch diesen Eingriff habt ihr den Lauf der Dinge kompromittiert. Alles muss so bleiben, wie es schon einmal geschehen ist. Es ist offensichtlich, dass diese Zeitlinie hier schon zu beschädigt ist. Wir müssen euer Knüxpox benutzen, damit ihr uns unser Umux wieder zurückbringt. Nein. Ihr könnt doch jetzt nicht alles wieder auf Anfang setzen. Ihr habt ja keine Ahnung, was für ein Staatsakt es war, überhaupt so weit zu kommen. Und wenn es eine Xixiade Anläufe benötigt, irgendwann werdet ihr es schaffen. Bleibt zurück. Ich werde nun das Knüxpox aktivieren. Okay, ich seh's ja ein. Aber ihr solltet mich das lieber machen lassen. Ihr macht doch alles nur kaputt mit euren Rüsselpfoten. Na gut, aber wehe, du nimmst uns auf die Stoßzähne. Dann ist deine Freundin Moxo Poxo. Moxo Poxo? Alles nur das nicht. lass mich kurz mit Goal beraten. Weißt du eigentlich, was du tust? Na, hör mal. Mittlerweile solltest du mich doch wirklich gut genug kennen. Also nicht? Nicht so richtig, nein. Na dann, Chaka.
Utopianer haben also einen kleinen Rüssel und kleine Hauer und verkleiden sich gerne als rosa Elefanten. Ist interessant. Sie wollen unsere Gläser kaputt machen, damit die Zeitlinie zurückgesetzt wird. Utopianer? Also sowas. Warum dauert das so lange? Sagt euch der Begriff Zeitschinden etwas? Natürlich. Ich bin zweisprachig aufgewachsen. Aha. Und, war das eine glückliche Kindheit? Arbeiten. Jetzt. Wir haben Nilbot. Er ist wieder im Nilbot-Modus. So ein Ich hätte die Ersatzteile aus der vorherigen Schleife gut gebrauchen können. Gucken wir mal kurz rein. Verdammte Kiste! Was ist das? Ein Geheimfach für Ersatzteile. Das gibt's doch nicht. Echt cool. Ein Drosselglied, das bringt aber nichts. Wenn ich das doch nur früher gewusst hätte. Wir brauchen doch ein für den Killbot-Modus brauchen wir was. Okay, ich speichere jetzt mal, bevor ich hier den Rädchen drehe. Im Endeffekt nehme ich dieses Spiel von vorne an, das traue ich ihm glatt zu. Dude. Ach nee, ein Verstärkungslied. Ach. Das hatte McChronicle eingebaut, um den Zeitreset zu verlängern. Ich glaube, meine Rufus-Sinne beginnen sich zu regen. Oh ja. Ich weiß jetzt, was zu tun ist, aber zuerst möchte ich doch mal die Kurbel drehen. Was tust du da? Keine Panik. Ich weiß, was ich tue. Nix. McChronicle scheint etwas ausgebaut zu haben, als er das Verstärkungsglied eingesetzt hat. Ohne Ersatz wird das wohl nicht wieder. Was? Ach so. Na, kein Problem. Hoffentlich hat das den gewünschten Effekt. Ja, bestimmt. So, fertig. Na, endlich. Jetzt wird alles so bleiben, wie... Wie es schon einmal geschehen ist. Genau. Aufgepasst. Wo sind wir? Keine Zeit jetzt für Erklärungen. Wir müssen uns beeilen. Oh, wir haben nur wenig Zeit. Gehen wir diesen Schienenschacht. Oh, das Timepod. Den kriegen wir noch. Kriegen? Wie kriegen? Komm! Und jetzt volle Kraft voraus! Ups! Das war dann wohl die Pannenshow. Der Rückwärtsgang. Bitte sei vorsichtig. Meine Bewegungsnausea. Ja, ja, entspann dich. Während du dich gut festhältst. Wupsi! Aua. Na toll. Und nun? Ich glaube, wir haben uns ein wenig Zeit erkauft. Wenn jetzt keine größeren Unfälle mehr passieren, dann... Rufus! Rufus, sag doch was! Heiliger Hugo! Rufus! Alles okay? McChronicle? Schau mal, Goal. Es ist McChronicle. Wer ist Goal? Und was tust du hier mitten auf der Straße? Du wolltest doch eine Elefantenfalle aufstellen. Naja, du weißt ja, wie das ist. Es kommt dann immer ein bisschen anders. Wir haben jedenfalls das Timepod der Utopianer geklaut und damit versehentlich die Zukunft des Universums ausgelöscht. Moment. Was? Keine Zukunft? Naja, bis auf die eine vielleicht, in der alle tot sind und Deponia von Fulox überrannt wird. Keine Ahnung, wie die zustande gekommen ist. Oh nein, ich bin ein Monster. Warum habe ich nicht auf meinen Vater gehört und was Ordentliches gelernt? Moment mal, warum kommt der jetzt gerade erst... Achso, wir sind... Ach ja, wir sind hier nochmal durch so ein Zeitloch hier. Rückwärtsgang und so weiter. Okay. Wir lieben dich so, wie du bist. Tja... Da bin ich ehrlich gesagt überfragt. Wäre vielleicht besser gewesen. Für uns alle. Ihr habt so recht. Ihr habt so recht. Was? Verzeih mir, Vater! Ich komme zurück nach Hause! Ich glaube, du sitzt in einem Loch fest. Vielleicht.
Vielleicht waren wir ein bisschen hart zu ihm. Er tut mir schon ein bisschen leid. Ich werde ihn vermissen. Ja, ach so, nach Kubak. Mit dem Chronocar können wir wohl nicht fahren, ne? Auch nicht kurbeln. Ah doch, Moment mal. Tja, also da steht es gut. Im Straßengraben der Geschichte. Sie könnte ruhig mal lächeln. Wir haben es endlich geschafft. Glaube ich. Wir haben es geschafft. McChronicle wird niemals in Kuvak eintreffen. Die Zukunft ist wiederhergestellt. Bist du dir sicher, dass wir nichts übersehen haben? Na ja gut, es ist nicht ganz einfach, den Überblick zu behalten. Aber ich wüsste nicht, was jetzt noch groß schief gehen sollte. Hoffen wir, dass du recht behältst. Also ich weiß nicht, wie es die Kurbel drehen soll. Oder nach Kuvak gehen. Ach, ich gehe erstmal nach Kuvak. Dann sehen wir, was wir vergessen haben. Da seid ihr ja. Ihr braucht euch keine Sorgen mehr zu machen. Es ist alles erledigt. Wer bist du? Puffnex, er hat uns gesehen. Keine Panik. Wir sind auch Zeitreisende. Ich hatte euer Timepod geklaut und damit die Zukunft ausgelöscht. Wie bitte? Dann habt ihr eine Zeitschleife erzeugt, um mich wieder herzulocken. Naja, nichts für ungut. Jetzt ist alles geritzt. Ihr müsst nur vorsichtig beim Eintritt in die Zwischenzeit sein. Da wimmelt's von Fuelocks. Wobei die sich ja nicht mehr sammeln können, sobald die Zukunft wieder offen ist. Stimmt auffallen. Vielleicht hast du recht und wir haben es diesmal tatsächlich geschafft. Ich verstehe nur, Schnuffofo. Was sind Fuelocks? Ja, also eigentlich sind das Morlocks, aber aus urheberrechtlichen Gründen dürfen die nicht so heißen. Nur wegen 8 Monaten, die wir zu früh sind, sowas Ärgerliches, haben wir sie halt Fuelocks genannt. Aber in der nächsten Auflage. Hoho, ich sage euch. Na, das ist eine lange Geschichte. Was? Erzählen wir euch gerne unterwegs. Wäre nett, wenn ihr uns irgendwo rauslasst, wo wir nichts beeinflussen können. Es wäre doch zu blöd, wenn wir versehentlich noch ein Armageddon auslösten. Aha. Na gut. Und ihr seid sicher, dass nun alles beim Alten ist? Naja, diese Zeitreisen sind ganz schön kompliziert. Aber ja, ich glaube, jetzt ist alles paletti. Hey, macht mal hier nicht so einen Spuk. Ich habe den ganzen Tag hart an meiner Montgolfiere gearbeitet und... Was zum Kehricht ist denn hier los? Okay, keiner bewegt sich von der Stelle. Ich bin deponianischer Staatsbürger und ich habe ein Recht darauf zu erfahren, was hier gespielt wird. Und ich, was ihr mit uns vorhabt. Tja, warum eigentlich nicht? Wir hatten glücklicherweise einen Shinshuma-Klux dabei, der uns befähigt, eure Shinshumas zu verunungeln. Was? Niemand verunungelt meine Shinshumas. Es ist nicht das, was ihr denkt. Geht es darum, Erinnerungen auszulöschen? Okay, es ist das, was ihr denkt. Es ist nicht das, was ich gedacht habe. Hast du? Ich dachte gerade an ein Ozelot. Ozelots sind voll bescheuert. Ja. Ruhe jetzt! Wenn einem von euch beiden der Gedanke nicht behagt, umso besser. Es kann sowieso nur einer verunungelt werden. Ihm wird dann die Ehre zuteil, mit Gold zusammen Deponia zu retten. Ich wähle Rufus. Sauber! Nicht du! Die Rede ist von der anderen Goal, die zu diesem Zeitpunkt noch auf Elysium ist. Was? Aber was passiert dann mit mir? Du wirst gebusockt. Genau wie der übrige Rufus. Hört ihr bald mal auf mit eurem elendigen Utox-Kokolores? Ich glaube, der passende Ausdruck in eurer Sprache ist kalt machen. Was? Moment mal. Was dachtet ihr denn? Ihr gehört nicht in diese Zeit. Die Gefahr, dass ihr euch wieder einmischt, ist viel zu groß. Also, ihr habt die Wahl. Einer von euch bekommt seine Erinnerungen gelöscht und muss alles noch einmal machen. Oh nö, alles nochmal von vorne? Nicht mit mir. Der andere wird zusammen mit Ghoul kalt gemacht. Klingt auch nicht gerade genussvoll. Nee, tut nicht nötig. Macht das unter euch aus, während Kugu noch nach einer passenden Sicherung sucht. Also, ich habe jede Menge Fragen. Die erste Frage ist, was hat es mit den Fuelocks und Morlocks auf sich? Das muss ich doch gleich mal googeln, denn mir ist der Morlock nicht bekannt. Und ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, warum das Fuelocks sind. Die zweite Frage ist, wenn die beiden hier gebutoxed werden sollen, dann, die sind doch auch aus irgendeinem Zeitstrahl hierher gekommen. Und entsprechend werden sie dann irgendwann in der Zukunft ausgelöscht. Das behagt mir gar nicht. Dann ist die dritte Frage. Tuck ist hier und hat den Hut auf. Das heißt, er kann sich an alles erinnern, was in allen Zeitschleifen seither passiert ist. Ich hoffe es jedenfalls. Das würde vielleicht helfen. Und zu guter Letzt, warum zieht der nicht mal sein Elefantenkostüm hier aus? Warum? Die sind doch schon Elefanten. Naja.
Ich bin nicht sonderlich scharf drauf, meine Shinshumas Ferronungel zu bekommen, aber vielleicht immer noch besser als gebusockt zu werden. Kann ich mit dem anderen Rufus reden? Ein gut aussehender Bursche. Alle Wetter. Ein Jammer, dass er so früh sterben muss. Tja, das ist dann wohl das Ende unseres Abenteuers. Oder der Neustart. Je nachdem, wie ich mich entscheide. Geht es dir gut? Super. Ich werde gleich kalt gemacht. Du hast wenigstens die Wahl. Tolle Wahl. Hast du etwa vergessen, wie unser Abenteuer ausgeht? Auch wieder wahr. Hey, was soll das? Du Trottel hast das Shinshuma-Klucks umgeworfen. Na sowas. So ein Fufnex. Keine Faxen. Verstanden? Ich finde, du solltest dich kalt machen lassen. Ach, meinetwegen. Da musst du den ganzen Scheiß nochmal durchmachen, um dich am Ende doch wieder in den Tod zu stürzen. Ha, lass uns Streichhölzer ziehen. Hast du Streichhölzer? Meine hat Toni einkassiert. Meine auch. Wow, wir haben so viel gemeinsam, ey. Okay, ich hab's. Ich denke an eine Zahl zwischen 1 und 10. Wenn deine kleiner ist, lässt du dich kalt machen. Ist sie größer, machst du alles nochmal. Okay, bereit? 10. Verdammt, die hatte ich auch. Natürlich, das sorgt auch als einziges Sinn. Kugo sucht nach einer Sicherung. Hey, ich glaube, ich spüre, wie sich in meinem Inneren eine grandiose Idee auseinanderwurschtet. Ja, sogleich. Ach nee. Oh, doch keine Idee. Der schubst dich nur rum, Kugo. Das würde ich nicht mit mir machen lassen. Ach, ich bin das gewohnt. Du kannst dir vorstellen, wie es mir mit diesem Namen auf dem Schulhof erging. Kugo frisst Xonugo. Kugo frisst Xonugo. Ach, Kinder können so grausam sein. Der schubst dich nur. Du kannst Kugo. Okay, ich dachte, er sagt vielleicht noch was zu zwei anderes beim zweiten Mal, aber du doch nicht. Gibt es denn keine andere Lösung? Nein. Das ist doch Tuck, der gute alte Tuck. Ach, ich kann nicht laut mit ihm reden. Dann fliegt sein Versteck auf. Ach, zum Glück sind wir ein eingespieltes Team und verstehen uns auch ohne Worte. Hey, was sollen diese dämlichen Grimassen? Hör damit auf, bevor mir noch versehentlich der Vorderhuf ausrutscht. Ja, keine Grimassen, alles klar. Habe ich verstanden. Warte mal kurz. Schon wieder. Noch ein Versuch. Hey, Tuck. Verstehst du mich? Klar und deutlich. Dann hat sich das Training ja gelohnt. Ich habe beim Besten gelernt, Sir Rufus, Sir. Nicht doch, du beschämst mich. Kommt mal zum Punkt. Einmal, Sir, reicht vollkommen. Ja, Sir. Kommen wir nun zu meinem Plan. Du musst Hilfe holen. Schwierig. Zum Glück weiß ich genau, was zu tun ist. Obwohl ich so eine Flasche bin. Oh, Mann. Du schaffst das, Tuck. Ich warte nur, Sir, auf dein Sir-Kommando, Sir, Sir. Moment. Oh, ich kann verschiedene Pläne machen. Okay, auf mein Kommando. Wenn ich es nicht schaffe, du weißt ja, wie das geht, lasst mich einfach zurück. Du schaffst das, Tuck. Es war mir eine Ehre, unter Ihnen gedient zu haben, Sir. Und los! Abbruch, Abbruch! Es ist so still hier. Ich wittere einen Hinterhalt. Gut.
gut beobachtet. Dann müssen wir eben härtere Geschütze auffahren. Gott, diese Diskussion braucht so ewig. Du musst die Utopianer überwältigen. Er hat kein Gewehr. Ah, schwierig. Zum Glück weiß ich genau, was zu tun ist. Ich bin ja keine Flasche. Sobald ich die Deckung verlasse, gibt es kein Zurück mehr. Du schaffst das, Tuck. Ich warte nur, Sir, auf dein Sir-Kommando, Sir, Sir. Okay, auf mein Kommando. Wenn ich es nicht schaffe, du weißt ja, wie das geht. Du schaffst... Das wissen wir schon alles. Es war mir eine Ehre, unter ihm ja, gedient zu haben. Ja, und los, Sir. Und los.